endlich wieder mit den Fans zu Hause einen Sieg feiern. Nach dem 3:1 am vergangenen Sonntag gegen Bielefeld war die Stimmung bei unseren Jungs natürlich entsprechend gut. Ich glaube, dass wir alle natürlich erstmal erleichtert sind, dass wir jetzt die ersten 3 Punkte haben. Ich persönlich habe auch nach 10 Tage Quarantäne gepumpt wie ein Maikäfer, ehrlich gesagt. War wie gesagt ein harter Fight, und dass wir uns jetzt heute belohnt haben, sollte uns gerade auch für die nächsten Spiele, für die nächsten Wochen auf jeden Fall einiges mitgeben an Selbstvertrauen. Die nächste Aufgabe wartet am Samstag um 15.30 Uhr beim FC Augsburg. Heute sind die Fohlen wieder ins Training eingestiegen. Luca Netz und Joe Skelly sind planmäßig erst am Nachmittag mit der Mannschaft auf den Trainingsplatz gegangen. Luca musste angeschlagen im Spiel gegen Bielefeld ausgewechselt werden. Sorgen müssen wir uns aber nicht machen. Es sah schlimmer aus, als es wirklich ist. Also es war halt ein Riesenkrampf, kann man so sagen, aber es ist alles gut. Ich denke mal, ich war es nicht mehr gewöhnt, so von Anfang an zu spielen. Es war ja auch, ich habe ja auch lange nicht mehr von Anfang an gespielt, und von daher denke ich mal, und davor noch mal ein Darmvirus, aber deswegen, aber alles gut. In seinem ersten Heimspiel für die Fohlen zeigte der erst 18-Jährige bereits eine gute Leistung und sammelte seine erste Torvorlage. Jetzt freut er sich schon sehr auf seinen nächsten Einsatz im Borussia Park. Ich freue mich einfach riesig, hier zu sein, immer noch, weil ich habe ja auch, das war das erste Mal, dass ich vor Fans gespielt habe. Und allein kriege ich Gänsehaut, wenn man schon bei der Aufstellung alle rufen, Luca und dann Netz, kriege ich schon Gänsehaut, und ja, die Fans sind top. Wer Tickets für das nächste Heimspiel der Fohlen am Samstag, den 25. September gegen Borussia Dortmund haben möchte, sollte im Online-Ticketportal vorbeischauen. Dort haben zunächst Dauerkarteninhaber und Mitglieder des FPMG Supporters Club sowie Borussia-Mitglieder die Möglichkeit, sich ihre Karten für das Duell zu sichern. Einen ausführlichen Beitrag mit Luca könnt ihr euch übrigens am Freitag bei Fohlen TV anschauen. Schon morgen um 13 Uhr gibt es bei Fohlen TV, bei YouTube und bei Facebook die Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Augsburg zu sehen. Auch gegen Augsburg hat Lars Stindl schon einmal einen Doppelpack geschnürt. Alle seine Tore im Trikot der Fohlen könnt ihr euch aktuell ebenfalls bei Fohlen TV anschauen. Mit seinen 2 Toren gegen Bielefeld wurde er zum besten Borussia-Torschützen dieses Jahrtausends. 72 Mal traf Stindl mittlerweile für Borussia und löste damit Raphael ab. Am kommenden Samstagabend nach dem Spiel in Augsburg ist Lars dann im aktuellen Sportstudio im ZDF zu Gast. Nach den bei der Mitgliederversammlung am 9. August erfolgten Wahlen hat der Aufsichtsrat von Borussia Mönchengladbach den Aufsichtsratsvorsitzenden Professor Dr. Rainer Körfer und seinen Stellvertreter Norbert Box in ihren Ämtern bestätigt. Körfer ist seit 2006 im Aufsichtsrat und seit 2012 Vorsitzender. Am 7. Spieltag der Saison in der Regionalliga West hat Borussias U23 ein 0:0 beim SC Wiedenbrück erkämpft. Für das Team war es das 2. torlose Unentschieden in Folge. Am Samstag um 14 Uhr empfängt die Mannschaft von Trainer Heiko Vogel die U21 des 1. FC Köln im Reiter-Grenzland-Stadion. Wer die junge Fohlen-Elf dabei vor Ort unterstützen möchte, kann sich im Online-Ticketportal Karten für das Duell sichern. Zum Start in die neue Saison in der A-Junioren-Bundesliga West hat Borussias U19 2:4 beim SC Preußen Münster verloren. Die Tore für die Fohlen erzielten Toni Reitz und Kushtrim Asalari. Am Sonntag um 11 Uhr wollen es die Jungs gegen RW Essen wieder besser machen. Zum Auftakt der neuen Saison in der B-Junioren-Bundesliga West hat Borussias U17 einen klaren 4:0-Sieg bei Bayer Leverkusen gefeiert. Joshua Ovakonje und David Arize trafen jeweils einmal, Noah Adedey Sternberg traf doppelt. Nächster Gegner ist am Samstag um 13 Uhr der SV Lippstadt. Borussias Frauenmannschaft hat im Topspiel gegen die SGS Essen 2 einen 3:1 Heimsieg eingefahren und damit einen perfekten Start in die Saison 2021-22 in der Regionalliga West hingelegt. Für die Fohlen war es der 3. Sieg im 3. Spiel. Sarah Schmidt, Sarah Abusaba und Jessica Hackenberger trafen. Nach diesem optimalen Saisonstart haben Borussias Frauen am kommenden Wochenende spielfrei.